Tschüss, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit im Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama erhält den Lada Bengam Tüdün Award 2022. Der Abgeordnete Gesang Yetzenbauer trifft die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi. Senatorin Jeanette Rice spricht im australischen Parlament über die 8. Parlamentarische Weltkonvention zu Tibet. Repräsentant Dixin Giangkang empfängt die Oberhäupter der Sakya-Tradition in Paris. Repräsentantin Dixin Giangkang trifft taiwanesischen Repräsentanten Ming Yin Tsai. Office of Tibet Brasilien organisiert einen Vortrag von Yonggi Mingyu Rinpoche. Repräsentant Dr. Alia trifft den stellvertretenden Vorsitzenden der lokalen parlamentarischen Gruppe für Tibet. Seine Heiligkeit der Dalai Lama erhält den Lada Bengam Tüdün Award 2022, der vom Lada Autonomous Hill Development Council am Freitag dieser Woche in Sindhugad in Leh Lada verliehen wurde. Seine Heiligkeit nahm als Hauptgast an dem Festival teil und wies auf die Umweltzerstörung hin und sprach über die Wichtigkeit von Naturschutzbemühungen in der Himalaya-Region. Gadin Tiba Rinpoche, Tixi Rinpoche, Duba Tuxi Rinpoche, Duma Gyari, Galön der Sicherheitsabteilung der CTA, Jamyang, Tsering Namgye, Indischa, Parlamentsabgeordneter und andere Würdenträger und Beamte aus Leh, Lada nahmen ebenfalls an dem Festival teil. Bengam Tüdün ist ein jährliches Festival, das anlässlich des Tages der Erklärung des Unionsterritoriums Lada am 5. August stattfindet, um den Ruhm Ladas zu feiern. In diesem Jahr steht das Festival unter dem Motto »Der Ruhm des Flusses Indus«. Der Abgeordnete Gesang Yetzenbauer vom Büro von Tibet-Taiwan nahm am Mittwoch dieser Woche an einem Rundtischgespräch mit der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi in Taipei teil. Der Abgeordnete Gesang Yetzen sprach in seiner Grundsatzrede über die derzeitige Situation des tibetischen Volkes in Tibet unter der Unterdrückung und Tyrannei der Kommunistischen Partei Chinas und betonte die von seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, vorgeschlagenen Politik des mittleren Weges zur friedlichen Lösung des sino-tibetischen Konflikts. Der Abgeordnete Gesang Yetzen bedankte sich auch für die verstärkte Unterstützung Tibets durch die internationale Gemeinschaft und hob insbesondere den US-Kongress für die Verabschiedung des Tibet Policy and Support Act im Jahre 2020 und die Anerkennung der tibetischen Zentralverwaltung als legitime Vertretung aller Tibeter hervor. An dem Rundtischgespräch nahmen 6 weitere Personen aus pro-demokratischen Gruppen und Menschenrechtsaktivisten teil. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi traf am Dienstag dieser Woche in Taiwan an. Dies war der höchste Besuch eines US-Beamten in Taiwan seit 25 Jahren. Senatorin Jeanette Rice, Senatorin für Victoria, sprach am Dienstag dieser Woche im australischen Parlament über die kürzlich abgehaltene 8. Parlamentarische Weltkonferenz über Tibet.
Senatorin Rice verlas die Erklärung der 8. Weltparlamentarierkonferenz zu Tibet und rief die anderen Senatoren auf, sich mit Tibetern zu treffen, wenn die Delegation im September das Parlament zum Tibet-Lobbytag besucht. So I have come back to this from the convention into this place, fired up about the role that Australia and this Senate can play to achieve justice for the people of Tibet. And I encourage my fellow senators to meet with Tibetans when they visit Parliament in September and to join our parliamentary friendship group, the Australian All-Party Parliamentary Group for Tibet, to work with us together across party lines for peace and justice in Tibet. Der Abgeordnete Rixin Gyengkang, der Sekretär Nam Gyesam Dup, der tibetische Europaabgeordnete Thubten Gyatso, Mitglieder der tibetischen Verbände sowie einige hundert Tibeter bereiteten Sekya Khungwa Dichen Rinpoche und dem 42. Sekya Dichen Ratna Wajra Rinpoche am Montag letzter Woche im Pariser Nordbahnhof einen herzlichen Empfang. Am selben Tag empfingen sie auch die 43. Sekya Dichen Gyana Wajra Rinpoche am Flughafen Charles de Gaulle. Die Oberhäupter der Sakya-Tradition hielten sich vom 30. Juli bis zum 1. August in Paris auf, um den zweiten europäischen Sakya-Mündlam in Paris zu eröffnen. Am Mittwoch vergangener Woche traf der Abgeordnete Rixin Gyengkang vom Büro von Tibet Brüssel mit dem taiwanesischen Abgeordneten Ming Yen Tsai in dessen Büro zusammen. Gyengkang informierte den Abgeordneten Tsai über den Besuch seiner Heiligkeit des Dalai Lama in Ladakh und die Situation in Tibet. Vertreter Tsai bedankte sich für den Besuch und informierte Vertreter Gyengkang über die verschiedenen Initiativen, die sein Büro auf EU-Ebene durchführt. Beide Vertreter kamen überein, in bestimmten Bereichen eng zusammenzuarbeiten und die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Büros zu vertiefen. Auf Einladung der Kan'an-Pagode in Evry, einem südlichen Vorort von Paris, dem Sitz der Vereinigten Vietnamesischen Buddhistischen Kongregation in Europa, nahm der Abgeordnete Rixin Gyengkang am Dienstag dieser Woche am Vu Lan Fest teil, einem der von den Vietnamesen am meisten gefeierten buddhistischen Feste. Repräsentant Gyengkang dankte der Vereinigten Vietnamesischen Buddhistischen Kongregation in Europa für die Erneuerung der bestehenden spirituellen und brüderlichen Verbindung zwischen den beiden buddhistischen Gemeinschaften Vietnams und Tibets, insbesondere seit seine Heiligkeit der Dalai Lama die Pagode am 12. August 2008 eingeweiht hatte. Das Tibet-Haus Brasilien organisierte in Zusammenarbeit mit Palas Athena am 3. Juli 2022 in Dulce, einem renommierten indischen Restaurant in Sao Paulo, einen Vortrag zum Thema buddhistische Weisheit für das tägliche Leben mit Yonggi Mingyu Rinpoche. Der Repräsentant Jigme Tsering begrüßte Yonggi Mingyu Rinpoche und Professor Lia Diskin von Palas Athena stellte Rinpoche dem Publikum vor. Rinpoche leitete eine Meditationssitzung, gefolgt von einer Interaktion mit dem Publikum. Der Repräsentant des Verbindungsbüros seiner Heiligkeit des Dalai Lama für Japan und Ostasien, Dr. Ariatan Yabo, traf am Dienstag dieser Woche Frau Arisawa Yuma, die stellvertretende Vorsitzende der neu gegründeten All Japan Local Parliament Group for Tibet mit Sitz in Osaka. Frau Arisawa, die sich zu einer Sitzung des Parlaments in Tokio aufhielt, besuchte das Verbindungsbüro seiner Heiligkeit des Dalai Lama und informierte den Abgeordneten Arya über die Gründung der gesamtjapanischen lokalen Parlamentsgruppe für Tibet in Osaka im Mai dieses Jahres. Die Abgeordnete Arya dankte Frau Arisawa Yuma und den lokalen Parlamentariern für ihr Interesse und ihre Unterstützung der Tibet-Frage und würdigte ihre Bemühungen, die Tibet-Problematik in der Region zu beleuchten. Der Abgeordnete Arya informierte sie auch über die aktuelle Lage Tibets, der Tibeter im Exil und der tibetischen Zentralverwaltung und bat die Abgeordneten um weitere Unterstützung für Tibet. Frau Arisawa Yuma sagte, dass die Tibet-Frage von entscheidender Bedeutung sei, da sie für Wahrheit und Gewaltlosigkeit stehe. Sie würdigte die Bemühungen seiner Heiligkeit des Dalai Lama, den chinesisch-tibetischen Konflikt durch Dialog zu lösen und sagte die volle Unterstützung der Unterstützergruppe für eine friedliche Lösung der Tibet-Frage zu. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Und bis nächste Woche.